Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Mittwoch, 28. Mai. Unser Andachtswort steht in 1. Timotheus 6, Vers 12 und ich lese nach der Guten Nachricht Bibel. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, damit du das ewige Leben gewinnst, zu dem Gott dich berufen hat. Zu diesem Kampf hast du dich in besonderer Weise verpflichtet, als du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Das Leben ist ein Kampf, sagen wir manchmal, und meinen damit, dass uns nichts geschenkt wird, sondern wir für alles hart arbeiten oder sparen müssen. Das Sprichwort »Ohne Fleiß keinen Preis« trifft auf viele Bereiche des Lebens zu. Ein Musiker, der nicht oder nur wenig übt, wird niemals in einem guten Orchester mitspielen dürfen, und ein Sportler, der das Training versäumt, weil ihm andere Dinge wichtiger sind, wird niemals einen Meistertitel erlangen. Dabei kommt es nicht nur auf das rechte Üben und Kämpfen an, denn ein schon errungener Sieg kann wieder aberkannt werden, wenn ein Verstoß gegen die Spielregeln festgestellt wird. Einem Christen geht es nicht anders, wenn er das ewige Leben gewinnen will. Der Unterschied zu einem sportlichen Wettkampf oder Lauf aber liegt darin, dass jeder, der richtig trainiert und die göttlichen Regeln einhält, der den Lauf vollendet und im Glauben treu bleibt, das ewige Leben erhalten wird, weil Jesus durch seinen Tod am Kreuz den Sieg bereits errungen hat. Worauf kommt es dann aber im guten Kampf des Glaubens an? Das ist nicht ein Abwehrkampf gegen Sünde und Versuchungen, denn an dieser Front kann nur Christus uns den Sieg schenken. Denn wir dürfen nicht auf die eigene Kraft vertrauen, sondern allein auf Jesus, der durch den Heiligen Geist in uns das Wollen und Vollbringen bewirkt. Der Kampf besteht darin, den Glauben zu halten, das heißt, die Verbindung mit Christus aufrechtzuerhalten. Schließlich dürfen wir das tägliche Training nicht vergessen, weil wir nur dadurch innerlich stark werden. Es besteht darin, die Gemeinschaft mit Jesus jeden Morgen in der Stille zu suchen und beim Lesen der Evangelien uns ihn vor Augen zu stellen, weil Ansehen verwandelt. Aus dem Wort Gottes und im Gebet gilt es zu lernen, auf seine Stimme zu hören und die Kraft und Motivation zu bekommen, um das zu tun, was er will. Wir müssen im Training und Kampf bleiben, solange wir leben. Aber es lohnt sich. Günter Schlicke.